Welcome back on the Chaos Zone Stage. Willkommen zurück zu Chaos on Stage. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen tollen Tag. Nach dem Algorave Talk freuen wir uns jetzt auf Andy Müller-Magun. Er ist langjähriges Mitglied des CCC und der Bau-Holland-Stiftung. Er ist Datenjournalist und heute wird es um die CIA und WikiLeaks gehen. Dieser Talk ist folgt einem vorausgehenden Talk, aber darüber wird er euch gleich selbst berichten. Willkommen, Andy. Wir freuen uns auf deinen Bericht und auf interessanten Details, die darin vorkommen werden. Ja, hallo, guten Abend. Ich werde später dazu kommen, was die Operation Kudo ist, aber zunächst eine Erinnerung. Eine der Hauptargumente der Hackerethik ist, dass Information frei sein möchte. Ich habe hier ein Video und leider hört man aus technischen Gründen den Ton nicht, aber Wau Holland spricht hier über das Hacken der Gesellschaft und über Informationsfreiheit. Mein Talk hat zwei Teile. Erstens, was bisher passiert ist und zweitens, was jetzt passieren muss. Und im dritten Teil möchte ich noch über den Kontext sprechen, also um WikiLeaks und die CIA herum passiert ist. Ich habe bereits zwei ähnliche Themen 2019 und 2020 vorgestellt. 2019, das war auf dem letzten richtigen Kongress, und da habe ich über technische Aspekte von Überwachung in der Londoner Botschaft gesprochen, und im letzten Jahr habe ich darüber gesprochen, was mir und anderen WikiLeaks-Mitarbeitern passiert ist. Dieses Jahr im September gab es einen interessanten und wichtigen Yahoo-Artikel zu dem Thema. Ihr seht den Titel auf der Folie, und in diesem Artikel geht es um eine Entführung, einen Mord und eine Schießerei in London, der geheime Krieg der CIA gegen WikiLeaks. Und in diesem Artikel kommt eine Menge vor, was auch in meinem Talk vorkommen wird. Und es gibt viele Bezüge. Und es gibt etwas Missinformation. Aber das ist ein sehr interessanter Artikel, der einem hilft zu verstehen, was da eigentlich los war. Heute möchte ich ein bisschen beim Verständnis der ganzen Geschehnisse helfen. Im Yahoo-Artikel wird korrekt unterschieden zwischen den verschiedenen Zeitstrählen. Am Anfang des WikiLeaks-Projekts, vor den Snowden-Enthüllungen, hat die Obama-Regierung da wurden von WikiLeaks schon Enthüllungen über den Krieg der amerikanischen Armee gemacht. Und da gab es journalistische Aktivitäten.
talks about the freedom of publishing. Und in dem Artikel geht es um die Rechte in der amerikanischen Verfassung zu Redefreiheit und Pressefreiheit. After the Snowden, not revelations, but the Nach den Snowden-Enthüllungen oder vielmehr der Tatsache, dass Edward Snowden von Hongkong auf dem Weg letztendlich nach Moskau sich befand und Hilfe von Mitgliedern von WikiLeaks bekam, im Rahmen des journalistischen Quellenschutzes. Da hatte die USA allerdings eine andere Ansicht. Obama hat starke Eingriffe in die in den Datenschutz erlaubt. Und da geht es um Geheimdienstarbeit und weniger um legale Voraussetzungen. Aber im Kontext der Snowden-Enthüllungen, da waren Lauren Poitras und Glenn Greenwald aktiv, die haben Material von Edward Snowden bekommen und haben das in Zusammenarbeit mit dem Guardian veröffentlicht und auch im Spiegel. Aber nicht nur WikiLeaks, sondern auch Glendora und andere, die sind mehr zu Händlern von Informationen geworden und weniger Journalisten, um auch legale Schwierigkeiten zu umgehen. Ich weiß von keiner strafrechtlichen Verfolgung von Laura und Glenn, aber es gab geheimdienstliche Aktivitäten, über die berichtet wurden, und die betrafen alle, die in den Snowden-Enthüllungen involviert waren. Quite some things going on. In 2016, the next 2016 like milestone in passierte der nächste Meilenstein. Da haben sich die Änderungen zwischen der US-Regierung und WikiLeaks noch einmal geändert. Da wurden E-Mails von Hillary Clinton geleakt. Like they said, this was Guccifer 2.0 was the Russian military intelligence, the GRU. Der russische Geheimdienst GRU. With the intention to hurt the interests. Und es wurde gesagt, die Absicht sei gewesen, die USA zu schädigen. Und hier könnte man aus europäischer Sicht sagen, hier ging es ja um veröffentlichte E-Mails, E-Mails, die irgendwie gefunden wurden, und WikiLeaks hat sie veröffentlicht. Und in der Diskussion ging es ja darum, wie Hillary Clinton Bernie Sanders als ihren Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur behandelt hat. Das heißt, man könnte sagen, hier wurden Tatsachen im Interesse der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Aber die NSA und andere sind der Auffassung, dass es nicht nur Hillary Clinton schaden sollte, sondern auch den gesamten USA. Ich denke, es ist wichtig, dass wir eine Unterscheidung vornehmen, wie die USA das einordnet und wie wir das einordnen. Es kam noch bunter. WikiLeaks hat 2017 begonnen, in der sogenannten Seven Series NSA und CIA Dokumente zu veröffentlichen. Und Mike Pompeo hat das nicht so gut aufgenommen, weil das sein Verantwortungsgebiet war. Aber are worth having a brief look.
what happened this year was also Dieses Jahr ist auch ein Grundzeuge, ein wichtiger Zeuge, hat zugegeben, dass er tatsächlich die FBI angelogen hat und Beweise gefälscht hat. Und später wurde er dafür auch ins Gefängnis gebracht und als Gefahr für die Gesellschaft eingeordnet. Und sowas passiert in Island nicht leicht, da. Und dieser Artikel kam ein paar Wochen nach der Veröffentlichung zu diesen gefälschten Beweisen. Und da ging es um mehr als um die gefälschten Beweise. Aber ein weiterer Aspekt des Yahoo-Artikels war auch etwas, was ich so wahrnehme und was andere auch sagen, dass der Yahoo-Artikel sagt, dass russische Agenten auch um die Botschaft in London herum Assange nachgeschnüffelt haben. Das ist sehr krass. Und vor allem ist das krass, wenn man sich anschaut, wie dieser Einbezug der Russen die Amerikaner auch stört. Denn wenn sobald die Russen involviert sind, ändert sich alles. Was jetzt hier der Fall ist, ist, dass tatsächlich Julian Assange einen Weg gefunden hat, hier tatsächlich sich zu bewegen. Erst wurde er, also er hat einen Weg gefunden, die UK zu verlassen, indem er als Diplomat von Ecuador reiste. Und da wäre er immun gegen jede Art von Einmischung gewesen. Aber der Artikel, der zeigt schon ein paar Sachen auf, die funktioniert sind. Also da war ein Kidnapping-Plan, da war ein Mord geplant. Und sie haben auch wirklich überlegt, wie sie ihn in der Botschaft töten könnten, vergiften könnten oder anders. Und der Artikel behauptet, dass es hier, also wer alles beteiligt war, die Anwälte des Weißen Hauses und das Haus, das Senat, haben gesagt, dass es nicht kompatibel ist mit den Regeln der USA und deswegen ist es nicht passiert. Und sie haben gesagt, ja, wir hatten da so ein paar wilde Sachen, die bei der CIA passiert sind, aber wir sind immer noch eine Demokratie. Und ja, also der Artikel und auch die Zeugen und die Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, die haben immer noch, also es gibt mehr, worüber wir reden können. Also angeblich sollte auch einfach nur Uneinigkeit gesät werden unter den Teilnehmern der Gruppe. Also wer schon lange in einer Gruppe gearbeitet hat, zumindest nach meiner Erfahrung, gibt es dann immer eine Fight-Club-Atmosphäre. Ich wäre jetzt nicht immer in der Lage, ist es jetzt die CIA, die sich einmischt, oder ist es eine ganz normale Gruppendynamik, wo Leute einfach Streits haben, wo Leute unterschiedliche Ideen haben. Also ich würde jetzt vorschlagen, diese Art von Behauptung nicht ganz zu ernst zu nehmen.
nicht jeder interne Streit in einer Gruppe ist von der CIA hervorgerufen. Also da wird auch sehr viel gebasht. They also talked at some point, aber sie haben auch davon gesprochen, da hat der Kontext sich geändert. Da wurde WikiLeaks nicht mehr als Sammlungsziel gesehen, sondern als Störungsziel. Und ich habe jetzt einfach keine Details dazu. Das Projekt, von dem ich jetzt gesprochen habe, dass er legal die Botschaft verlassen könnte, als ein Mitglied des ecuadorischen Botschaft. Das ist jetzt ein sehr kritischer Zeitraum. Und wir haben auch mit Anwälten gesprochen und haben die Logfiles der Botschaft durchgesehen. Und daraus konnten wir die Zeit herauslesen. Und da geht es vom 16. Dezember 2017 bis 2021. Also am 16.12. wurde er nicht nur als Diplomat offiziell bekannt gegeben. Dann am 21. hat der Kopf der ecuadorianischen Geheimdienste sich mit ihm getroffen. Da hatte er dann einen Pass bekommen. Und dieses Treffen am 21., das habe ich letztes Jahr auch erwähnt, hatte die höchste Priorität, also das Gespräch mit der höchsten Priorität, das jemals in dieser Botschaft stattfand, soweit wir wissen. Also die Geheimdienstmitarbeiter haben das dann später vor Gericht bekannt gegeben. Also dieses Treffen am 21. war für die Amerikaner sehr, sehr wichtig. Und wir wissen sehr grob, dass die ganze Geschichte dann durch verschiedene Dinge geendet ist, aber hauptsächlich durch Druck auf die ecuadorianische Regierung in Ecuador am 26. Dezember. Da haben sie den ganzen Plan aufgegeben, nachdem die Amerikaner auch jedes Detail wussten, wann er die Botschaft verlassen sollte, in welcher Art Auto und so weiter. Und an einem gewissen Punkt haben sie auch seinen diplomatischen Status zurückgerufen, nach einigem Druck durch die US-amerikanische Regierung. In diesem Zeitrahmen, ich habe hier eine kleine Tabelle angelegt, das ist natürlich wahnsinnig unvollständig, aus rechtlichen Gründen, auch anderen Gründen. Manche Theorien sind auch einfach zu wild. Also die US würden jetzt nicht hier einbrechen, das können wir ausschließen. Die halten sich natürlich an das Gesetz. Aber andere Sachen würden jetzt hier sehr gut passen zu dem Bild, das wir haben. Am Samstag haben sich die Anwälte mit ihm getroffen, und in der Vorbereitung am 21. kam die Feuerwehr in die Botschaft. Und die meinen Talk letztes Jahr gesehen haben, wissen, welche Rolle die Feuerlöscher gespielt haben in der Abhöraktion. Dann haben wir diese Beobachtung, dass jeden Tag während dieser Zeit ein silbergraues Ford-Auto, manchmal mit einigen Leuten, manchmal viele Leute drin, vor der Botschaft stand, und sie scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass etwas passiert. Und andere Dinge sind auch noch passiert, die auch zu diesem Narrativ passen. Und ich habe jetzt drei Ereignisse herausgewählt. Das erste ist die Sache mit den Feuerlöschern. Und auf dem rechten Bild sieht man diesen schwarzen Boden unter dem Feuerlöscher. Da war eine magnetische Box mit einem Aufzeichnungsgerät für Audio. Das hat nicht nur aufgezeichnet, sondern auch gesendet, live.
Und das war amerikanische Geheimdienstaktion. Lustigerweise, am 18. kommt eine Firma, die nicht mal aus London ist, die isländische oder die Inselfeuerschutz Limited, und die ist da rein. Und die Anwälte haben noch intensiv mit denen geredet. Und Morales, der Besitzer der ursprünglich angeheuerten Firma, um die Botschaft zu beschützen, der hat auch mit vielen Menschen gesprochen und hat erwähnt, dass die Amerikaner jeden Raum später mit einer Wanze versehen wollen. Wir wissen nicht genau, was in dieser Diskussion passiert ist. Weil wir wissen, dass am 18. diese britische Firma aufgetaucht ist. Und das ist jetzt etwas krass. Und ich denke, da wird es viele Botschaften anderer Länder geben, die wirklich jetzt überprüfen wollen, ob sie nicht Besuch von der gleichen Firma bekommen haben. Das andere Event, das ich ausgewählt habe, ist die Nacht vom 23. auf den 24. Also sehr, sehr früh am 24. Dezembermorgen, ein Weihnachtsmorgen sozusagen. Und hier waren diese drei Leute in den Autos und auf dem Rücksitz, auf der rechten Seite, hat jemand die Briefing-Notizen gelesen. Okay, hier ist jetzt ein Bild. Ah, das Video geht leider nicht. Ich kann heute leider das Video nicht zeigen. Vielleicht war das die CIA. Auf jeden Fall, der Typ auf dem Rücksitz liest dieses Briefing, diese Notizen, und wir können zumindest einen Teil davon lesen, was die jetzt hier hatten. Und hier steht, diese Seite, die wir gerade sehen, war, was passiert, wenn die Kameras ausfallen. Also sie hatten einen Prozess vorbereitet, was passiert, wenn die Überwachungskameras der Botschaft keine Bilder mehr liefern. Und die Leute, die da draußen sitzen, sind britische Polizeibeamte mit Waffen und die CIA-Beamten, vielleicht ohne Waffen, waren bereit, auf Autos zu schießen, die wegfahren wollen, also die Reifen zerschießen und wirklich zu intervenieren für den Fall, dass er rausläuft. Und das ist jetzt etwas, das ich wirklich betonen will. Wenn die Kameras ausfallen, etwas, das GS7, das könnte es ja eher heißen oder was anderes, MET ist eindeutig die Metropolitan Polizei. Das ist ein ganz normales Akronym in England. Und die sprechen über die Operation Kudo. Kudo ist etwas wie Freundschaft. Und wir müssen davon ausgehen, dass es eine gemeinsame britisch-amerikanische Operation war. Was auch so beschrieben ist, aber was nicht beschreibt, sind die legalen Folgen davon. Das könnte sehr gut heißen, das könnte eine der bestdokumentierten Fälle sein, dass die Wien-Konvention gebrochen wurde. Also, dass die... Botschaften sollten eigentlich unangreifbar sein, laut Artikel 22. Man sollte keine Wanzen platzieren, man sollte es nicht hacken, man sollte keine Gewaltanwendung bringen. Man sollte die Botschaft behandeln wie den gesamten Staat. Und dass die CIA das hier getan hat, das ist schon Teil eines, also da ist ein Rechtsbruch. Aber dass die britische Polizei hier Zugriff hatte, das könnte nochmal ein größeres Ding sein. Das wird juristische Folgen haben. Dann das dritte Event, das ich ausgewählt habe, jetzt mehr zur Entspannung, ist der letzte Tag. Hier sieht man zwei Polizisten, zwei Offiziere mit 8 Fächer Kaffee.
Und das ist jetzt ein relativ kleines Auto. Und da hat man jetzt schon eine Ahnung, was passiert. Also die Polizei ist hier vorbereitet. Hier links, der Müll zeigt, dass es in der Nähe des Konferenzraums ist. Und da sieht man, wie intensiv die Polizei hier schon war. Also, was momentan passiert und sich mit anderen Materialien widerspricht, also es gibt Überprüfungen zu Verstößen gegen die Wiener Konventionen und man versucht, Muster zu erkennen bei Vorfällen, denn man kennt ja natürlich noch nicht den vollen Umfang der CIA-Operationen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, was wir gesehen haben. Aber es geht auch darum, zu schauen, wo andere Journalisten, Organisationen und Regierungen auf die eine oder andere Weise zum Ziel werden. Damit komme ich nun zum zweiten Teil meines Vortrags. Was muss jetzt passieren? Ich möchte euch zunächst auf eine Reflexion einladen, denn wir wissen ja, auch 2009 und 2010 war WikiLeaks auf dem CCC und es war ein Hackerprojekt. Es ging darum, Informationsfreiheit, die ja zum Kerngeschäft der Hackerszene gehört, auf demokratischere Weise mit Thinktanks zu verbinden, um eine informierte Gesellschaft zu ermöglichen. Which does not really say anything between the relationship between information and society. But denn das Wort Informationsgesellschaft sagt über die Verbindung zwischen Information und der Gesellschaft. Eine andere Frage ist, alles, was wir gelesen haben in dem Yahoo-Artikel und was wir hier jetzt Schritt für Schritt durchgegangen sind und zu beginnen zu verstehen, was sagt uns das über die Verfolgung durch die US-Regierung und die CIA? Und wie sehr wirken die sich auf die Gesellschaft aus und die Entscheidungsfindung basierend auf Wissen von Menschen und die Wahlentscheidung von Menschen? Und das ist ein befremdlicher Gedanke. Deswegen habe ich jetzt einige Fragen an das Publikum. Was können wir tun? Was sollten wir vielleicht tun? Wir könnten natürlich hoffen, dass die US-Regierung und die Bevölkerung der USA versteht, worum es hier geht bei diesem Prozess gegen Assange, gegen WikiLeaks und so weiter. Idealerweise können wir hoffen, dass sich die Selbstheilungskräfte und Selbstreflexion und Selbstverständnis der USA sich verbessern, dass sie vielleicht feststellen, hey, Moment, das ist unsere Verfassung und das ist die erste Verfassungsänderung, die wir hier verteidigen. Journalisten und Verlage haben ein Recht, den Menschen zu informieren. Naja, die zweite Ebene wäre natürlich die Auflösung der CIA. Kennedy hatte das Idee vorher, Shatter it in the Wind und so on. But I don't know. Ich weiß nicht, this shall continue with wie das weitergehen soll mit dem Budget und mit den Operationen. Wag the dog is just a tiny little aspect of it because und die Frage ist, wie eine demokratische Regierung funktionieren kann, wenn es eine
einen Geheimdienst gibt, der alles über jeden weiß und weiß, wie man Menschen manipuliert und beeinflusst. Der dritte Aspekt außerhalb der USA hier in Europa ist, wie können wir Menschen, Organisationen immunisieren, wo das noch möglich ist, und damit sie verstehen, wie wichtig das Recht von Journalisten und Zeitungen ist, Materialien der Veröffentlichung, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wenn das Informationen im öffentlichen Interesse sind, dann sollte man sie veröffentlichen dürfen. Da muss es Presserechte geben, die durchgesetzt werden müssen. Hier ist meine Liste von Fragen, die ich gerne mit dem Publikum besprechen möchte. Wir haben nach dem Vortrag noch etwas Zeit für die Diskussion. Wie kriegen wir Julian Assange aus dem Gefängnis heraus? Wie machen wir das? Wie unterbinden wir die Kriminalisierung von Journalismus und die Kriminalisierung der Informationsbeschaffung für die Öffentlichkeit? Wie schaffen wir eine werteorientierte Gemeinschaft? Beim CCC gibt es ja immer unterschiedliche Interessengruppen. Es gibt Hacking, es gibt gesellschaftliche Themen. Aber ich weiß nicht, wie wir auch noch weiter an einer wertegetriebenen Gemeinschaft arbeiten können. Wenn wir uns die Methoden der CIA, der NSA anschauen, dann gibt es da eine Atmosphäre zwischen denjenigen, die an Sicherheitsfragen arbeiten und an andere, die geheimdienstlich arbeiten. Und das sind nicht die Werte einer der Hackergemeinschaft oder des CCC oder auch eben einer offenen Gesellschaft. Da gibt es den Open Technology Fund und auch das Tor-Projekt hat da teilweise schon andere Ideen gehabt wie unsere Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie wir dafür sorgen können, dass unsere Werte durchgesetzt werden können und transparent gemacht werden können. Wie wir von Informationsfreiheit zu Umgehungsmaßnahmen gekommen sind, das gibt einem schon eine Idee davon, was falsch gelaufen ist. Also das sind meine Fragen an euch. Wie halten wir unsere Gemeinschaft und unsere Gesellschaft intakt? Wie verhindern wir Korruption durch Geld aus der Regierung und seltsame Interessen? Ich denke, nun kann unser Moderator übernehmen und vielleicht ein paar Antworten aus dem Publikum bringen. Ja, vielen Dank für diesen Talk. Müssen wir mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Vielen Dank auch für die Fragen an das Publikum. Vielleicht probiere ich jetzt nochmal das Video zum Laufen zu bringen. Das ist 1 Minute 23 Sekunden. Aber vielleicht können wir ja schon mit den Fragen anfangen. Ja, also, Publikum, bitte bringt eure möglichen Antworten zu seinen Fragen in den Chat. Ich werde das lesen, so gut ich kann.
Und dann haben wir hoffentlich gleich eine ordentliche Diskussion. Ich weiß, es ist ein bisschen limitiert in einem Präsenzkongress. Wäre es ein bisschen einfacher zu interagieren. Aber lass uns probieren. So als erstes, Andy, wenn du die Kapazität hast, eine Frage aus dem Netz zu beantworten. Und die Frage ist, wie hast du die Bilder und die Kamera, also die Kamerabilder aus der Botschaft bekommen? Ja, das hat mit der juristischen Analyse des Materials zu tun. Okay, wir haben jetzt das Video übrigens. Also ich selbst werfe dieser spanischen Firma, die uns ausspioniert hat, vor, dass sie hier illegal gearbeitet haben, und ich habe den Anwälten geholfen, und da wurde sehr viel digitales Beweismittel sichergestellt. Und das ist Material, das solchen, die betroffen sind von diesen illegalen Aktivitäten, wir haben Zugriff darauf. Alright. Okay. There's also the question of. Da ist noch eine Frage. Sind die Bilder des Autos oder der Menschen da drin? Ah ja, das sieht man jetzt im Video. Ja, also man sieht hier. Ich sehe gerade nicht, ob was gesendet wird. Habt ihr Zugriff? Ja, das Video funktioniert. Und hier in dem Video sieht man alles. Hier sieht man die Leute, die das Briefing lesen. Und da kann man dann auch ein bisschen reinzoomen und sich genau ansehen. Und die Frage ist, woher hat man das? Aber das hast du ja, denke ich, schon beantwortet. Aber das beantwortet auch nicht meine Frage, was wir jetzt tun sollten. Wir haben ein Feedback oder eine Antwort, die sich wiederholt, dazu, wie wir ihn aus dem Gefängnis bekommen. Wir können unseren Außenminister fragen oder bitten, ihm die deutsche Staatsbürgerschaft zu geben und es zur Chefsache zu erklären. Also wir könnten das zur Priorität deutscher Aktivitäten machen. Wird das gehen? Naja, wir haben einen neuen Außenminister, ist eine Frau aus der Grünen Partei. Sie ist ein großer Fan der US-amerikanischen deutschen Beziehungen. Ich weiß nicht, wie sie den Mangel an Werten in der US-amerikanischen Handeln jetzt gerade sieht. Aber ja, da gibt es sicher sehr viel Arbeit. Und die Grünen waren auch früher mal sehr interessiert daran, die Gesellschaft besser zu machen und für Menschenrechte einzustehen. Also ich denke, ja, das ist eine Möglichkeit. Alright. There's also a question. Ja, dann gibt es noch die Frage. Bist du persönlich immer noch, stehst du immer noch unter Überwachung? Weißt du das? Naja, ich habe juristische Schritte und technische Schritte unternommen mit den deutschen Behörden. Und sie haben etwa einige Beweise, die ich zur Verfügung gestellt habe. Ist etwas unrealistisch, dass die Amerikaner mich nicht weiterhin beobachten würden. Oder diejenigen, die mit WikiLeaks und Assange zu tun hatten. Und wir haben das ja auch finanziert. Und viele Publikationen haben wir finanziert. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die USA kein Interesse mehr haben. Aber zumindest im Moment scheinen sie sich ein bisschen besser zu benehmen.
insbesondere nach dem Yahoo-Artikel. Ich denke, dass es sehr offensichtlich wurde, auch für die deutschen Behörden, was hier vorgefallen ist. Also der Artikel war schon hilfreich. Es ist nur so, dass manche Teile des Artikels reine Desinformation und Schwachsinn waren, die mit dem Versuch ist, ein bisschen zu würzen. Spannender zu machen. Okay, kann ich vielleicht fragen, kannst du die Fragen nochmal zeigen? Ja, Moment. Ich denke, das wird die Diskussion ein bisschen verbessern oder anheizen. Ich muss hier wohl nochmal durchschauen. Sind da? Ja, genau, hier sind die Fragen. And another answer: how to get him out of jail? Ja, okay, die Frage: Wie bekommen wir ihn aus dem Gefängnis? Ja, wir müssen weiter über ihn reden, öffentlich. Wir müssen Mahnwachen beitreten oder teilnehmen. Artikel schreiben, Kommentare schreiben, die Ministerien anrufen und mit den Politikern reden. Wir müssen einfach die Aufmerksamkeit darauf lassen. Ja, vielleicht zu den Leuten, die das gesagt haben. Ich denke, dass es sehr bekannt ist, dass in Deutschland, in Frankreich, in einigen Ländern einige Kampagnen waren. Viele Leute auf der Straße, die für Julian auf die Straße sind. Da gab es einiges an Events. Auch ein bisschen was in England, aber England ist wohl ein schwieriges Land. Also die haben nicht das Selbstverständnis eines Landes, in dem die Verfassung wirklich Rechte gibt. Es gibt keine Verfassung in dem Sinne. Und es gibt keine Grundrechte in dem Sinne dort. Es gibt natürlich solche Statements und Aussagen, aber sie sind nicht ganz so deutlich definiert als Wertesystem. Sie sind nicht Teil der Gesellschaft. Also die meisten Briten, wenn man sie fragt, fragt man, wie steht es mit Pressefreiheit? Presse, diese Arschlöcher. Also es ist etwas komplizierter und sehr polarisiert dort. Und die Regierung, um jetzt ganz deutlich zu sagen, gibt es sehr viele Leute, die sagen, dass die britische Regierung das tut, was die US-amerikanische Regierung will. Und es ist schwer, ein Szenario zu sehen, wo die britische Regierung ihn nicht an die USA aushändigt. Und Deutschland und andere europäische Regierungen oder Länder haben offensichtlich eine andere Geschichte. Und ich denke nicht, dass er ohne Probleme wäre in Deutschland, aber es wäre definitiv eine andere Geschichte. Und das Ding ist mit dem Kontinentaleuropa, das jetzt nach dem Brexit wahrscheinlich noch mehr ignoriert wird in England. Und der Rest ist einfach komplizierter. Jetzt im Moment sieht es so aus, dass Ähnliches, was ihm in unserer eigenen Community passiert ist. Also es gab eine Zeit, wo sein Charakter so unter Beschuss war, dass er als unerwünschte Person gesehen wurde. Persona non grata. Und die politische Atmosphäre ist jetzt noch komplizierter und noch polarisierter. Und es scheint jetzt einfach, als wäre es sehr, sehr schwierig, die Diskussion wieder mit Sinn zu füllen. Und der Militärgeheimdienstapparat und Hillary Clinton haben ja auch gesagt, hängt ihn so hoch es geht. Und das wird auch im Yahoo-Artikel erwähnt. Es gibt einen ziemlichen Racheaspekt im
juristischen System der USA. Also sie wollen ihn als Symbol töten, damit es niemand mehr wagt, die schmutzige Wäsche der USA an die Öffentlichkeit zu bringen. Also ja, wir brauchen definitiv ein paar neue Ideen. Und wir brauchen aber auch eine bessere Diskussion mit und über die USA. In Verbindung damit eine andere Antwort. Also wie können wir die Kriminalisierung von Journalisten stoppen und vielleicht auch auf andere Fragen die richtigen Leute wählen? Und ja, es kann vielleicht helfen. Und was mir noch einfällt, also in dieser Sache, aber auch in anderen Verfolgungen, bei anderen Verfahren, da gibt es sehr oft uralte Gesetze, die irgendwie involviert sind, für die Menschen verfolgt werden. Ist das jetzt hier in dem Fall nicht auch so? Bei Julian ist der Intelligence Act? Ja, da gibt es diesen Espionage Act, also was die US-Strafverfolgung da macht, ist eine geheime Grand Jury, und es gibt wahrscheinlich noch mehr Strafverfolgungsaktivitäten als die, die in dem Auslieferungsprozess besprochen werden. Und da geht es nicht darum, dass er für ein anderes Land spioniert haben soll, sondern dass er geheime Dokumente an die Öffentlichkeit gebracht hat. Das wird als Espionage bezeichnet oder Spionage im US-Recht. Aber da ein US-Journalist sich auf das erste Amendment beziehen könnte, das die Redefreiheit begibt, und das sprechen sie ihm ab, weil er kein US-Bürger ist. Das heißt, die USA wenden einerseits ihre Gesetze auf ihn an, aber andererseits geben sie ihm nicht den Schutz, den die US-Verfassung ihm gibt. Und das ist das Heuchlerei zu nennen, das wäre zu nett. Das ist einfach nur abgefuckt. Mhm. Okay. Ja. Sollten wir nicht versuchen, gegen den Espionage Act vorzugehen? Ja, CIA auflösen, Espionage Act abschaffen, all das. Ich denke, ein Teil unserer Gemeinschaft müsste Anwälte werden. Wir müssen vielleicht besser in die US-Hacker-Szene vernetzt werden, damit die sich vielleicht mal politisch aufwachen und mal von der Technologieebene auf die Gesellschaftsebene kommen und schauen, was wir tun können, um für unser Recht auf Informationen als Gesellschaft zu arbeiten in Zukunft. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das 2013 war oder später, da gab es auch einen Talk beim Congress über die Überwachung in der Deutschen Post. Ich glaube, in den 70er Jahren, gab es das NATO-Truppenstatut, was eingeführt wurde, aber es gab da einen verbalen Zusatz von der
der deutschen Regierung, die den Alliierten gesagt hat, wir werden dem NATO-Truppenstatut beitreten, aber keine Angst, ihr werdet wie vorher unter und die Informationen, die investigative Journalisten, ich glaube, es war ein Historiker, ja, Herr Faschaport, und nachdem das bekannt wurde, hat die Regierung zugeben müssen, ja, wir wollen, dass das aufhört und dass es jetzt offiziell vorbei ist. Nein, es ist nicht vorbei. Deutschland ist immer noch NATO-Mitglied und die Regulierungen gelten immer noch. Und wenn man sich die WikiLeaks-Veröffentlichungen anschaut, dann sieht man, dass die CIA auch Methoden entwickelt hat, um Malware zu erstellen, die so aussieht, als käme sie aus einem bestimmten Land oder einer bestimmten Zeitzone. Also sie können Malware erstellen, die dann aussieht, als käme sie aus Russland, aus Iran, aus Nordkorea. Und das ist das Szenario, das wir uns jetzt bereits anschauen. Wenn man in die Nachrichten der letzten Jahre guckt, dann ging es ja immer darum, Russland, China, Iran, Korea, andere habe ich noch vergessen, aber die Diskussion darum, dass die CIA auch solche irreführenden False Flags Operationen durchführen kann und dass das zu einem Szenario führt, wo wir als NATO-Mitglied wieder, also eventuell in Konflikte eintreten müssten. Und die Medien sind ja schon vergiftet mit den ganzen Bezichtigungen. Das macht mir Sorgen. Es macht mir Sorgen, dass wir als die technische Community nicht mehr darauf achten, dass die Medien oft solche Feindbilder und eine Atmosphäre schaffen, wo Krieg zwischen Nationen wieder möglich ist. Und ich glaube, daran müssen wir als Gemeinschaft mehr arbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass technisches Wissen nicht missbraucht werden kann für politische Spiele und in dem eben Informationen zurückgehalten werden. Was ich auch noch erwähnen sollte, wir haben jetzt nur noch 2 Minuten oder so, aber ich habe zugestimmt, noch für die Diskussion zur Verfügung zu stehen im Whistleblower-Tent. Das ist irgendwo in der virtuellen Welt. Ich hoffe, ich finde das. All right. Whistleblower Village oder so ähnlich heißt das. Once again, what's the name of the Whistleblower Tent or Whistleblower. All right. Ja, okay. Go out to the Whistleblower Tent. Dann also bitte alle ins Whistleblower Tent kommen und nach diesem Vortrag vielleicht noch eine letzte Frage. Kann die britische Regierung verklagt werden vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wegen der Behandlung von Assange? Das ist kompliziert. Was jetzt gerade passiert, darum ging es ja schon auch in anderen Talks, dass Julian Assange versucht hat, seine Auslieferung zu verhindern. Die Auslieferung könnte theoretisch aber nur unter bestimmten Bedingungen verhindert werden. Wie sehr sich die britische Regierung daran hält, nach dem Brexit, aufgrund der politischen Atmosphäre, ist das sehr schwierig. Der EU-Menschenrechtsgerichtshof
ist trotzdem noch ein europäisches Instrument. Und da geht es nicht um die Freundschaft zwischen USA und Großbritannien. Die aktuelle Atmosphäre scheint nicht so ausgerichtet zu sein auf alles, was momentan von Europa kommt. Das ist sehr schlimm. Okay. Vielen Dank, Andy, für diesen Vortrag. Alle, die interessiert sind an weiterer Diskussion, bitte ins Whistleblower-Tent kommen. Unser nächster Talk ist über Reproducible Building Network Infrastructure von Astro. Wir fangen um 9:30 an, also viel Spaß dabei. Soweit bis hierhin. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören bei der Verdolmetschung von She's a Pirate und Bee.